Servus Leidels und ja, damit herzlich willkommen zur ersten Folge von USADA RP. Ja, ich bin jetzt halt von meiner alten Wohnung eingereist nach USADA und habe mich eben auf den Weg zu dem Betrieb von meinem verstorbenen Opa gemacht. Und ja, das da vorne müsste eigentlich schon fast USADA sein und dann da die sagen, schauen wir uns in der Folge einfach mal an, ja, wie der Hof denn so ausschaut, was für Maschinen da sind, in welchem Zustand die Maschinen sind, da bin ich vor allem gespannt. Und ja, ob eben nur Tiere da sind, wie es denen eben geht, davor habe ich am meisten Angst. Und ja. Müsste doch ein. Ja, das kann sein. Problem. Bin natürlich zu eng hergefahren und muss erstmal jetzt das Tor aufmachen. Warnblinker. Da kommt schon keiner. Ich hoffe, das ist wirklich der richtige Hof. Oh, Hühner. Müssen wir uns auf jeden Fall mit darum kümmern, ob die was zum Fressen haben. Vor Traktoren. Ich hätte gesagt, ich stelle erstmal auf alle Fälle Auto da ab. Ja, das ist eben das Bauernhaus da. Genau. Ja, meine Oma ist eben schon länger verstorben, jetzt eben mein Opa hinterher. Okay, dann haben wir da auf jeden Fall als erstes mal ein wunderschönes altes Fahrrad. Wirkt es zumindest. Schaut auf jeden Fall perfekt aus. Ja, dann eben mein altes Auto. Kennt's ja schon aus dem Trailer-Video. Ja, dann machen wir da als erstes mit zu, damit da nicht irgendeine Zipfe reinkommt einfach. Zur. So, heizen es schon wieder mit anderen Pickups umeinander. Dann. Okay. Ah, interessant. Ein Pöttinger Ladewagen. Oh, da ist noch hin eingesperrt. Boah. Alles klar, okay. Müssen auch unbedingt da raus. Ja, warum der so schräg da drin steht, kann ich mir jetzt erstmal nicht erschließen. Das einzige, was ich mir vorstellen kann, war, dass das nicht anders reingeht oder so. Weiß ich nicht. Okay, machen wir einmal erstmal wieder zu. Dann auf alle Fälle mal hin. Gefällt mir persönlich auch schon mal super. Liebe frische Eier zum Frühstück. Die Frage ist, ob die sich nicht schon langsam verfaulen oder. Da sind einiges an Eier da, aber ich weiß nicht, ob die jetzt schon verfaulen oder so. Mal schauen, muss man mal testen. Dann. Lorter, gut, kommen immer brav, zum Beispiel bei der Apfelernte oder so. Dann, ja. Der alte Eicher 2070 und der MF 240er. Ja, kenne ich nur von meinem Opa. Der MF schaut sehr gepflegt aus im Vergleich zu früher. Und der Eicher extrem hergenommen, aber gut, mit dem wir da heute auch alles auf die Fädel und so gemacht haben. Wundert mich jetzt erstmal nicht. Okay, ja, da können wir jetzt erstmal nicht rein, dann machen wir da erst auf. Ah, gut, auf jeden Fall mal interessant. Ja, Pöttinger Mehrwerk. Ja, man sieht auch schon, dass gebraucht ist. Aber macht ja nichts. Dann ein Pöttinger Schwader. Pöttinger Eurotop 340N. Ja. Dann, was haben wir da? Ein Pöttinger Venta. Ja, wirkt jetzt nicht sonderlich groß, aber so viel Fläche wird auch nicht gehabt haben. Dann eine Güllefassel. Okay, ja, hat hier gehabt damals. Ich weiß nicht, ob er die immer noch hat. Miststrahler. Der alte auch noch.
Maximales Ladegewicht 3500. Und den kenne ich aber noch nicht. Oder was ist denn das für Klumpen? Was ist das? Schäfer 26 30er. Ja, so kleiner Frontlader kann man immer brauchen. Sonst da Taschen. Kann man auch gleich mal ins Regal eigentlich eine tun. Ja, da fällt es mir gleich runter. Naja, dann nehmen wir es halt doch auf den Tisch wieder. Ist mir auch wurscht. Ja. Dann 3 Saatgut Big Packs. Sehr cool. Man natürlich immer braucht. Frage ist halt, ob wir jetzt nicht dann etwas osern müssen. Ich weiß gar nicht, welche Fälle wir kennen. Muss ich mir eventuell mal bei anderen Bauern durchfragen oder so. Nix hat der Typ aufgeräumt, mein Opa. Besen liegt einfach so rum. Das ist wirklich. Das finde ich sehr belastend. Dann. Ja, das war's schon von da herin. Wieder Lorta nur kleine und einen Sorgwagen. Aber jetzt bin ich zu so interessant. Dann machen wir da auch wieder zu, nicht, dass irgendjemand was rausklauen will. Okay. So. Da drüben waren wir noch nicht drin. Was? Ah, da sind die ganzen Ackerbearbeitungsgeräte. Sehr geil. Spritzen haben wir noch nicht gesehen, okay. Ja, auf jeden Fall mit Kunstdünger, Sara und Kalkstrahler. Enorm vermutlich da. Lizard, sehr gut, kann man immer brauchen. Dann Zahnmaschinen, Amazone, kenne ich auch schon von Frieras. Ja, genauso wie in Lizard Gruber, haben wir damals auch schon gehabt. Und eben den Pöttinger, Flurg, Vorschauer, hat sich einmal recht gut gemacht am Eicher damals schon. Und unser alter Kipper hat auch sehr hergenommen schon, aber macht ja nichts. Kann man ja sicher neue Ostreicher. Ja, der hat damals schon immer gute Dienste gemacht. Dann schauen wir uns als nächstes. Ah, da hören sie an die Kühe, perfekt. Da haben die noch viel zum Fressen. Ein bisschen Stroh haben sie noch. Ein Silage. Weil ich kann mich erinnern, dass es damals noch eine Weide gegeben hat und da eher die Viecher draußen waren. Also sollten die eigentlich genug zum Fressen gehabt haben. Ja. Haben wir da jetzt halt. Also das schaut mir sehr nach Fahrsilo aus da. Mit einem Weg zwischen Neu und der Heilager. Gut, mit der Kühe. Früher das war das immer noch anders. Da bist du einfach jeden Tag hinausgefahren auf die Wiesen. Und hast halt entweder Heu gemacht oder halt einer Gras gegeben. Anscheinend jetzt auf Silage umgestiegen, damit sie nur produktiver werden, nur manniger werden die Kühe. Ah, da hinten flackt sogar noch ein bisschen Silage oder ist das Mist? Das weiß ich gleich gar nicht. Ja, ist ja wurscht. Und auf alle Fälle da ist die Weide. Sehr gut. Sehr cool. Ja, gell. Ja. Die Frage ist, ob die halt jetzt auch schon Milch gegeben haben, nur die Zeit, weil wenn, dann muss man sich da auch um den Verkauf auch mit drum kümmern. Naja. Mal schauen. Mal schauen. Okay. Ja, gibt's sonst noch irgendwas zum Umschauen? Da hat erst einmal Dinger näht, aber was ist da los? Der Kipper, okay. Hallo, gehst du wieder zu vielleicht? War ganz nett. Ja, jetzt sag ich's zu. Perfekt. Ja. Ah, ein neues Silo da. Irgendwas drin. Wollen wir nachschauen. Da irgendwas drin ist. Ah, schaut noch Weizen aus, oder? Sehr gut, sehr, sehr gut. Für die Hähne, ich weiß gar nicht, haben die überhaupt was zum Fressen? Ich hab's gar nicht nachgeschaut. Der funktioniert wohl nicht mehr, der Kartoffelruder. Schaut ziemlich alt. Dort. Ah, schauen wir mal bei die Hähne. Die was zum Fressen haben. Wieder Hirnsteiger, schon wieder ein paar Ohr. Und an und aus da. Okay, Stroh ist natürlich auch wichtig. Und ein bisschen was zum Fressen haben sie auch. Das ist erstmal wichtig. Dass man dann aber auch noch Eis dran dementsprechend.
Auf jeden Fall erstmal schauen nur die Fädel, aber das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Weil ich muss mir erstmal jemanden suchen, weil ich weiß nicht, welche Fädel mir gehören, der mir die sorgt. Und dann hätte ich gesagt, sehen wir uns auch schon in der nächsten Folge wieder. Ja, vergesst es nicht, ein Like und ein Abo da zu lassen, damit ihr die nächsten Folgen auch anschauen könnt. Und ja, dann auf jeden Fall danke fürs Neischauen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Servus.